Halt, halt! Was sagen wir jetzt am Anfang? Hi Leute, ich bin's, euer Steve von den Online Game Masters. Und ich, der Malkaff, ebenfalls von den Online Game Masters. Und ich, der Krusty, ebenfalls von den Online Game Masters. Ein altes Urgestein diesmal dabei. Aber Der sich nicht. seit Jahren nicht mehr gemeldet hat. Ja, seit Jahren, naja. Ich bin ja jetzt wieder dabei. Hoho. Ganz genau. Love. Wobei sind wir natürlich mal wieder natürlich bei den Top 10. Und diesmal sind es die Top 10 der besten Mods, die wir hier euch präsentieren. Und damit legen wir los mit Platz Nummer 10. Platz Nummer 10 ist Battlefront 1944, und zwar die First Strike Mod, welche es euch ermöglicht, eine komplett neue Gegend zu erkunden, zu spielen, und die Fahrzeuge werden auch komplett umdesignt, und zwar in Star Wars Fahrzeuge, in X-Wings und J-Wings und was weiß ich, wie die alle hießen, TIE Fighter, TIE Bomber. Und zwar ist die First Strike Mod eine Mod, in der ihr den Todesstern von Star Wars angreift. Ja, das klingt spaßig. Achso, soll ich jetzt auch noch einen Kommentar dazu abgeben? Ja, klar. Ja, wie Minecraft sagte, klingt spaßig. Ja, Oho. aber was ich eins nicht. Ja, gut, durch den Mod, die Fahrzeuge und so weiter, aber ganz ehrlich, würdet man auch da mit Lichtschwerter kämpfen? Das glaube ich ja weniger. Ich denke Nein, mal, die es Waffen ist nur, werden. es ist First Strike Mod beinhaltet nur die Schlacht um den Todesstern. Also, die Waffen. Die bleiben normal, also du hast keine Laserwaffen, sondern einfach nur ganz normale Waffen, Pistolen, sprich. Soweit ich weiß, keine Ahnung. Da weißt du ja Also, viel. wie gesagt, das Haha. Einzige, das ich weiß und was ich auch aus zuverlässigen Quellen erfahren habe, ist, dass es dort halt weltraummäßig im Weltraum loslegt. Also, wie gesagt, also X-Wing, J-Wing, TIE Fighter, TIE Bomber, kommen vom Todesstern. Und von Waffen, dass da irgendwelche Waffen verwendet werden, wurde mir überhaupt nichts gesagt. Deswegen auf Platz Nummer 10, Battlefront 1945 mit dem First Strike Mod. Genau. So, Krusty, du kennst ja Medieval 2. Ja, also auf Platz Nummer 9, Medieval 2, The Third Age, die Herr der Ringe-Fraktion. Aber ich habe mir das jetzt noch nicht genau angeschaut, was da Neues auf uns zukommt. Ich muss auch ehrlich gestehen, ich habe es auch deinstalliert. Ich habe gar keine neuen Mods mehr. Deswegen gebe ich das Wort wieder an dich weiter, Steve. Ja, Medieval halt Strategie, rundenbasiertes Strategiespiel. Aber halt mit der Herr der Ringe-Fraktion mit Genau, dabei. mit Herr der Ringe-Fraktion, mit Elfen, nee, Elben, wie waren das? Elben, ich Ja, glaube. Elben, Elben, Orks, Orks, Menschen, Menschen, Zwerge. Hobbits, Zwerge, Gimli. Gimli. Das ist ja der Sepp. Gollum, ganz wichtig, Gollum. Gollum, Nazgul. Ja, genau. Also das ganze Pack, ich meine, die ganze Fraktion ist vertreten. Ganz genau. Kann man eigentlich nichts. Deshalb Platz Nummer 9, Medieval 2, Third Age. Platz Nummer 8 haben wir Doom 3, das Wolfendesign. Es ist ein HD-Design. Wie Steve schon damals schon mir gesagt hat, wie viel hast du insgesamt runtergeladen für das Wolfendesign? 1 GB? Ja, das weiß ich gar nicht mehr. Ja, also so 1 GB, das hat lang gedauert. Und ja, der Mod beinhaltet mehr oder weniger, ja, eigentlich ein recht gutes HD-Design, Aber da bloß ist mit dem. recht gut, das Design, die Grafik, das kann mit teilweise heute erscheinenden Spielen mithalten. Ja, das stimmt. Und es sieht viel besser aus als die Grafik vom Doom 3 Remake, das ja vergangenem Jahr rausgekommen ist. Das auf alle Fälle. Der einzige Nachteil ist nur, der Multiplayer funktioniert dann leider hinterher nicht mehr. Also sprich. Doch, der funktioniert schon, da muss man nur so einen kleinen Trick anwenden. Aber der geht schon. Ja, kann Das man. ist mittlerweile gefixt. Es ist gefixt. Das ist dann natürlich ein gutes Zeichen und deswegen auf der guten Platz Nummer 8, Doom 3 Wolfendesign, das HD-Design. Klick, klick, klick. Klick, klick. Du bist jetzt. Wir haben einmal so durchgespielt und jetzt.
Ah, stimmt. Ja, stimmt. Ha, geschubst. Ja, wieder klassisch rausgeredet hier. Platz 7 haben wir Fallout New Vegas, die Enhanced Weather und Fallout New Vegas Mod. Fallout New Vegas macht eigentlich aus Fallout nichts anderes als ein E statt das A rein. Wobei man wiederum sagen muss, dass das Spiel ein bisschen grafisch aufgewertet wird, was den Horizont angeht, was den Himmel angeht und alles. Es wirkt alles realistischer. Und nicht nur Und das, auch das Wetter. bei der Enhanced Weather Mod, also bei Fallout, sieht das Spiel auch viel schöner aus. Es ist nicht mehr so, keine Ahnung, so braun, so dreckig, sondern wirkt schon ein bisschen sauberer. Und Enhanced Weather ermöglicht halt einfach, dass das Spiel ein realistisches Wettersystem hat. Dass es anfängt zu regnen, dass es anfängt zu stürmen, Hagel und was weiß ich noch, was es alles gibt, starker Regen und so weiter und so fort. Also es macht's eigentlich zu Fallout New Vegas, also aus Fallout New Vegas, macht's eigentlich noch ein viel besseres Fallout. Aufgrund eben der Fallout und Enhanced Weather, da ist es fast schon, als würde man ein anderes Spiel spielen. Und deshalb auf Platz Nummer 7 Fallout New Vegas, Enhanced Weather und Fallout New Vegas Mod. Alles klar, so, da kommen wir zu Platz Nummer 6, Lara Croft, Guardian of Light, Legacy of Kain. Ich bin jetzt ehrlich zu euch, und zwar, ich wurde hier eiskalt ins kalte Wasser geworfen. Und, Das ist normal. ja, weiß jetzt nicht wirklich viel von den Mods, naja. Also Aber Lara Croft. deswegen, genau, wollte ich gerade das Wort an dich weitergeben, Maika. Ja, das ist nämlich mehr so mein Fachgebiet, vor allem wenn es um Legacy of Kain geht. Lara Croft in Guardian und Light, schön und gut, aber mit dem Legacy of Kain Mod, da war ich selber ganz angenehm überrascht, hat man nicht nur die Möglichkeit mit Lara Croft zu spielen, sondern auch mit Kain und mit Raziel. Und das alles natürlich so in einer Art Legacy of Kain Defiance. Also diejenigen, wo das Spiel kennen, Legacy of Kain Defiance. Ungefähr so sieht es dann aus. Bloß geht es halt mit Kain und mit Raziel noch gleichzeitig auf Schatzsuche. Allerdings habe ich jetzt noch nicht so weit eingetestet, ob Kain dann mit dem Soul Reaver kämpft und Raziel dann mit seinem Spektral- bzw. mit dem materiellen Reaver. Aber es ist ein guter Mod, also auf jeden Fall auch was für Legacy of Kain-Fans, die mal mit Kain und mit Raziel anstatt mit Lara Croft auf Schatzsuche gehen wollen. Deswegen auf Platz Nummer 6, Lara Croft Guardian of Light, der Legacy of Kain Mod. Genau. Genau, und du darfst direkt weitermachen mit der Nummer 5. Habe ich auch vor. Fallout Nein, 2. ist Minecraft. Wir müssen hier die Runde gehen, ja? Ach Wir was. müssen uns Ach was. Gebilde treu bleiben. Nix da. Fallout 2 ist auf der Nummer 5 mit der F-Online 2238 Mod, welche es euch ermöglicht, ganz kurz und knapp gesagt, Fallout 2 online mit euren Kollegen zu zocken. Sprich, die normale Fallout 2 Story. Nur halt im Koop-Modus und dass man halt zusammen das Ödland durchstreift im Fallout-Universum. Gut, aber Koop-Modus wird ja nicht nur dabei sein. Ich denke mal, man kann auch, oh Herr, sag's mir, so Deathmatch und so weiter Nein. bestreiten, oder? Nicht? Nur Koop-Modus? Ja, Fallout 2, F-Online, 2238, Platz 5. Ja. Ich jetzt? Bin ich jetzt? Ja. Oder ihr verwirrt mich. Na gut, dann mach ich. Auf Platz Nummer 4 haben wir Fallout 3, Enhanced Weather und Fallout. Das gleiche eigentlich fast wie Fallout New Vegas. Durch den Fallout wird das Spiel grafisch ausgewertet, sieht alles besser aus. Und mit der Enhanced Weather-Funktion, wer hätte es gedacht, realistisches Wetter, wieder ein Schreibfehler drin, egal. Die Wolken sieht man auch so schön, die Sonne, den Regen. Also wirklich alles viel realistischer, grafisch auch ebenfalls schön. Eigentlich wie auf Platz Nummer 7 Fallout New Vegas, Nur, bloß dass diesmal die hier. Fallout-Mod das Atomgrün, das nuklearverseuchte Grün, was man immer so, was so ein bisschen so ins Auge sticht. Also, was das Ganze so ein klein wenig in so einen ganz, ganz, ganz leichten Grünton steckt, dass das halt alles auch gesäubert wird in ein klares. Ja, deswegen auf Platz Nummer 4, Fallout 3 Enhanced Weather und Fallout Mod. So,
Auf Platz Nummer 3, Drei. ja. Entschuldigung. Also auf Platz Nummer 3, Fallout 3 Cube Experimental mit 13 neuen Versionen in unterirdischem neuen Gebiet. Also ich denke, das sagt schon alles. Fallout 3 mit 13 neuen Versionen halt im Untergrund, auf gut Deutsch gesagt. Also in einer unterirdischen Anlage. So kann man es auch sagen. Nett ausgedrückt. Ich weiß. Bekommst dafür einen So. Kuss später von mir. Nee, lass mal stecken, bitte. Also, so, und jetzt, ja, wie gesagt, Platz Nummer 3, Fallout 3, 13 neue Versionen. Mehr braucht man eigentlich dazu nicht zu sagen, finde ich. Und dann kann es direkt schon weitergehen mit Platz Nummer 2. Platz Nummer 2, mein Spezialgebiet und mein Hassgebiet gleichzeitig. Half-Life mit dem Cry of Fear Mod. Was euch da erwartet? Ein ganz spezieller Mod von Half-Life, das schon beinahe ja, man könnte schon fast sagen, dass der Cry of Fear Mod ein einziges Spiel ist, ohne Half-Life. Ha, aber das stimmt leider nicht. Man braucht wirklich Half-Life, um Cry of Fear spielen zu können, beziehungsweise den Cry of Fear Mod. Also, wer Horror sucht, wer wirklich Schockmomente sucht. Spielcenter. Was? Ja, das ist wirklich der größte Schockmoment und Horrorflair. Also so schnell, wie man pleite geht. Nein, Cry of Fear ist wirklich eines der. Wie man pleite geht? Naja, im Spielecenter. Slender. Ach so. Oh. Ich habe Spielecenter verstanden. Junge, red mal deutlicher. Aber hol das Mikro mal aus deinem Anus und red ins Mikro. Genau. Ja, und Cry of Fear, ein richtig netter Schocker, kommt leider nicht ganz so gut an Slender, aber es reicht aus, um die meisten wirklich in Angst und Schrecken zu ver hinein zu befördern. Vor allem, wenn man es auch in dunklen Räumen spielt und Headset auf und volle Lautstärke, Licht aus, alles dunkel und so weiter. Also wirklich eines meiner Lieblings- und Hass-Horror-Games, wo man sich regelrecht in die Hosen reinscheißt. Deswegen auf Platz Nummer 2 Half-Life, der Cry of Fear Mod. Und jetzt Trommelwirbel für Steve. Ja, Platz 1 haben wir, die wohl. Ist gut jetzt. Au. Du kannst deinen Schwänge wieder einstecken. Hehe. Es geht weiter Ist mit Platz 1 und besten Zombie-Mod aller Zeiten. allgemein beste Mod des vergangenen Jahres. Er hält sogar noch in diesem Jahr seine Standalone-Version, also eigenständiges Spiel, und zwar ist die Rede von Arma 2 DayZ. Eine. Was soll man dazu sagen? Also eigentlich kennt die Mod schon ziemlich jeder. Ja, dann erläuter die doch mal hier. Ja, ich bin dabei. Also DayZ, also das ganze Spiel auf einer Insel namens Chernarus. Die Insel wird dem einen oder anderen bekannt sein, der auch Arma 2 im Singleplayer zockt. Und die Map ist halt so circa 255 Quadratkilometer groß und bevölkert mit Zombies. Und die Aufgabe ist es halt bei dir, dass du halt diese Apokalypse überlebst. Hat kein Ende. Das ist nur auf Multiplayer spielbar. Wenn man denn auf PvP aus ist, dann kann man ruhig einem öffentlichen Server beitreten. Wenn nicht, dann kann man auch mit Kollegen einen privaten Server machen. Was man empfehlen könnte. Aber ich sag's mal so, bei Arma 2 DayZ hat noch, also bei keinem anderen Spiel hat das Motto besser getroffen als hier, DTA, don't trust anybody. Also traue Oh. niemandem. Oh ja, wenn man schon bedenkt, dass bei DayZ die gefürchteten Ex-Twins unterwegs sind. Ja, es ist jetzt ein bisschen übertrieben. DayZ ist eine Mod, die hat sogar Mods drinnen. Siehe Lingua Island oder Namalsk oder Origin oder Oring oder DayZ Plus oder DayZ 2017 und. Also DayZ ist für uns einfach ganz klar Platz Nummer 1. Es gibt kein Oh. besseres Horror-Survival-Koop-Spiel als DayZ. Oh ja. So, das war Platz 1, Arma 2, DayZ, und dann würde ich sagen, gehen wir den ganz normalen Schnelldurchlauf los, durch.
mit Platz Nummer 10. Platz Nummer 10, Battlefront 1944, der First Strike Mod. Platz Nummer 9, Medieval 2, The Dirt Age mit der Herr der Ringe Fraktion. Platz 8 ist Doom 3 mit dem Wolfendesign. Platz Nummer 7, Fallout New Vegas, Enhanced Weather und Fallout New Vegas Mod. Platz Nummer 6, Lara Croft, Guardian of Light. Sorry. Legend Sie auf Kain Mod. Oder Kain Mod, wie ihr es auch immer aussprechen wollt. Kein Kane. Kein Kane, jo, kein Kane. Okay, weiter jetzt. Platz 5 haben wir Fallout 2 F-Online 2238. Platz Nummer 4, Fallout 3, Enhanced Weather und Fallout Mod. Platz Nummer 3, Fallout 3 Cube Experimental Mod. Minecraft. Platz Nummer 2 haben wir Half-Life, der Cry of Fear Mod und Platz 1, Arma 2, Desert Mod. Das war's mit dieser Top 10, mit der Top 10 der besten Mods. Und wir sehen uns dann bei einem nächsten Video wieder. Bei der nächsten Woche, bei der nächsten Top 10 übrigens, Thema Top 10 beste Stealth Games. Das war's von mir, Steve. Nochmal danke, Quasti, dass du so kurzfristig zugesagt hast. Kein Problem. Ihr habt alle meine Nummer. Ruft mich an. Ja, also Nummer ist 0905, 6 mal die 6. Und verlangt Krusty. Genau, ich werde da sein. Er steht übrigens auf Salatgurken. Und Pferdefleisch. Aber nur auf große, dicke Salatgurken. Und gerippte. Ungeschält. Ah, Und okay, das war krank. geschält und Ja, gewaschen. gut, das war's jetzt von mir, Krusty. Hat mich gefreut, dabei zu sein. Ich hoffe, dass sich das zeitlich wieder öfters einrichten lässt. Und dann sehen wir uns öfters wieder in den Videos. Bis dann, euer Krusty. Dann bis denne, euer Malkaf. Ciao, bis denn. Ciao. Ciao.